Endlich! Nach 5 Milliarden Jahren in der Rostbolle bin ich frei und kann dieses Maisfeld für das Katzenaugenreich erobern! Wuhu! Ja! Du kannst nicht einfach das Maisfeld erobern, denn das gehört schon jemandem, und zwar dem Blümchenhemdreich. Zu spät! Das Katzenaugenreich kontrolliert den höheren Posten! Und die Blümchenhemden haben die Kontrolle über das Essen. Piu, 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 piu. Der Feind nähert sich. Rückzug! Du kannst nicht entkommen! Wobbertrieb! Der Wobbertrieb bringt die Schwerkraft durcheinander! Das ist der Hasilope. Halb Hase, halb Antilope und ein kompletter Gauner. Klingt nach einer würdigen Ergänzung für das Katzenaugenreich. Oder das Blümchenreich. Ach, es nützt nichts. Wir sind beide zu mächtig. Ein Unentschieden. Du hast recht. Damit einer von uns gewinnen kann, brauchen wir Verstärkung, um diese Schlacht zu entscheiden. Ben! Für das Katzenaugenreich! Blümchenhemden für immer! Genial! Draußen! Das Katzenaugenreich braucht dich! Nein, danke. Der Hasilope wird mir gehören. Wie schön. Vergiss die Glotze! Das Katzenaugenreich braucht dich! Auf meiner Seite! Ich bin mal so frei und bleibe bei der Realität. Aber solche Spiele sind für Babys. Seid ihr nicht zu alt für Fantasiewelten? Ich bin erst 65. Du verpasst den Hasilopen, den haarigen Halunken, dessen Streiche in der ganzen Prärie bekannt sind. So etwas Seltenes siehst du vielleicht nie wieder. Seltene Monster sehe ich jeden Tag. Der Unterschied ist, Hasilopen sind erfunden und das ist langweilig. Aus dem Nichts. Komm schon, sei nicht so spießig. Hast du denn gar keine Fantasie mehr? Ben, ein Appell an seine Fantasie wird bei Ben nicht helfen. Aber ich weiß, wie wir ihn rauslocken. Prärie-Pudding. Prärie-Pudding riecht so köstlich. Prärie-Pudding schmeckt so gut. Prärie-Pudding ganz ohne Glutamat. Prärie-Pudding, ganz natürlich. Puddingfrieden? Auf jeden Fall! So intensiv und klebrig süß! Hä? Dieser Geruch ist das... Iss mich! Ja, Präriepudding, dein Wunsch ist mir Befehl! Hey, der hat abgeschlossen! Oh, das war wohl ich, der Erfundene. Den Typen findest du witzig? Ach, das wird nicht leicht mit dir. Okay, vielleicht hatte Gwen recht. Ich war zu lange drin. Hör zu, Wahnvorstellung. Leg das ab und lass meine Zeichentrickserie in... Was ist hier nur los?